Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 25. Oktober. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne das Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Römer 3, Vers 28. Als blutjunger Bursche wurde ich 1915 Soldat. Damals war man sehr streng mit den Bekleidungsvorschriften. Wenn ich auf der Straße einen meiner Vorgesetzten traf, bekam ich jedes Mal einen kleinen Schock. Die erste Reaktion war, nach der Mütze greifen, ob sie richtig sitzt. Das Koppel gerade rücken und rasch an den Rockknöpfen entlang fahren, ob sie alle geschlossen sind. Daran muss ich immer denken, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme und wenn dabei der Name Gottes fällt. Sofort reagiert der Mensch wie der junge Rekrut. Er sagt, mein Leben ist in Ordnung. Er betont, dass er ab und zu in die Kirche gehe. Er spricht von all dem Guten, das er getan hat. Kurz, er setzt sich vor Gott in Positur. Da fährt uns nun die Bibel dazwischen und sagt, das ist ein lächerliches Getue, denn der heilige Gott sieht unser Leben, wie es wirklich ist. Sie sagt uns, verzweifle getrost an dir selber, denn vor Gott kannst du doch nicht bestehen. Höre doch auf, dich vor ihm in Positur zu setzen. Er hat dich längst in deiner Verlorenheit erkannt. Das ist hart, verzweifle an dir selber. Aber wenn wir so der Wahrheit die Ehre geben, dann ist der Blick frei auf das Kreuz des Sohnes Gottes. Und dann können wir begreifen, der macht uns vor Gott gerecht. Wir können dem heiligen und unbestechlichen Gott nicht gefallen mit dem, was wir sind und haben. Wir gefallen ihm aber, wenn wir, um ein Bild der Bibel zu gebrauchen, gekleidet sind in die Gerechtigkeit Jesu Christi. Herr, öffne mir die Augen für mich selber und zeige mir dein Heil. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.